es ist alles ein bisschen anders. Ich flüster. Das heißt, ihr solltet euch vielleicht Kopfhörer aufsetzen und die Lautstärke entsprechend hochstellen. Und hier vor mir ist auch so ein Fellbuschel, in den ich reinspreche. Das ist mein Mikrofon. Ihr habt euch nämlich ASMR-Videos von mir gewünscht. Und dem möchte ich gerne nachgehen. Also ich habe schon länger selber mit dem Gedanken gespielt, dass ich das gerne mal ausprobieren möchte. Und heute ist der Tag nun gekommen. Ich möchte euch in diesem ASMR-Video Spielbücher zeigen oder Beschäftigungsbücher zeigen, die wir neu vom Asborn Verlag zugeschickt bekommen haben. Und ich möchte ein bisschen mit diesen Büchern spielen und ein paar Geräusche machen. Und ich bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare, vor allen Dingen die Leute, die schon Erfahrungen mit ASMR gemacht haben. Aber vor allen Dingen auch die Leute, die für die das hier was Neues ist und die eigentlich noch nie sich ein ASMR-Video angeguckt haben. Wir starten mit dem ersten Buch. Spielen draußen im Auto. Und wir gucken jetzt mal noch ein bisschen rein. Das Buch kostet 6,95 €. Ist vom Asborn Verlag und ich verlinke es euch wie alle anderen Bücher auch unten in der Infobox. Und jetzt zeige ich euch mal das neue Stickerbuch von Vincent. Sind nicht nur Sticker drin, sondern auch immer noch ein paar Infos zu den verschiedenen Robotern.
Plasmaschwertern kann Katana Fluggeschosse in der Luft halbieren, bevor sie ihn treffen. Dann stürzt er sich mit Gebrüll auf seine überraschten Gegner und erledigt sie. Dann hat man hier immer noch so einen Kasten mit technischen Daten. Ich zeige euch mal einen leeren Roboter, der... sorgsam auf. Immer wieder an. Ich sehe gerade, dass tatsächlich schon fast alle Roboter fertig sind. Weiß gar nicht, wann er das alles geschafft hat. Also hier hinten sieht man mal dieses, der große Sticker-Spaß-Trucks. Den hat er schon. Gibt es auch eins mit Autos und mit Raumschiffen. Die bekommt er mit Sicherheit auch noch von mir. Stickern deine eigenen lustigen Bilder. Mit diesem spannenden Mitmachbuch wird dir garantiert nicht langweilig. Wir gucken auch hier mal ein bisschen rein. Ist man zum Beispiel am Meer? Jede Möwe kann nur einen Krebs fangen. Verbinde jede Möwe mit einem Krebs. Viele Möwen fangen keinen Krebs. Male die Streifen des Leuchtturms an. Hier hat man ein paar Sticker. Es gibt auch ein Autorennen zum Beispiel. Oder hier. Tiere in Eis und Schnee. Zeichne die zweite Hälfte der Schneeeulenmama. Ich finde es halt schön, dass das so vielseitig ist, dass man ganz viele verschiedene Dinge tun kann. Und einige Sachen kann es wie ja schon. Und einige Sachen, wenn es. Und diese Bücher sind bei uns vor allen Dingen an Regentagen gut. Oder wenn wir unterwegs sind und dann zum Beispiel auf Essen warten müssen. Oder die Kinder mit dem Essen schneller fertig sind als ich. Aber auch zur Beschäftigung im Auto. Nämlich sehr, 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 sehr gerne.
Seite siehst du einige Fotos in der Reihenfolge, in der Anna sie aufgenommen hat. Zeichne anhand der Fotos Annas Reiseroute auf der Karte ein. Was hat Anna am letzten Ort ihrer Reise gesehen? Male es in den leeren Fotorahmen rechts unten. Dann gibt es immer auch so ein paar Infos noch mit dazu. Solche Blätter. Gibt es hinten auch die Lösung? Das heißt, man muss nicht mal den ganzen Block mitnehmen, sondern kann auch einzelne Sachen raustrennen. Gibt's was mit Dinosauriern? Namen heraus, wo die Schule, die Kirche und die Bibliothek stehen und beschrifte die Gebäude entsprechend. Also Vince bräuchte da jetzt noch Hilfe. Oder wir heben es noch ein bisschen auf, bis er dann schreiben kann. Versuch, sowas mal auszuprobieren. Das war jetzt, glaube ich, mega laut.